Wir sollten uns halt zu 80% basisch ernähren und zu 20% sauer. Aber was machen wir? Wir machen es genau umgekehrt. Wir ernähren uns viel zu sauer, 80% sauer, vielleicht 20% basisch. Und da wäre es ja toll, wenn wir ein Lebensmittel hätten, was genau dieses ausgleichen kann, was die Chance hat, Säure im Körper zu neutralisieren. Ich meine, auch da ist ja Deutsche Gesellschaft für Ernährung, spricht ja auch darüber, wir sollten am Tag mindestens 5, 6 bis 8 Portionen Obst und Gemüse zu uns nehmen. Nur wir tun es einfach Das nicht. schaffen auch die wenigsten. Genau. Genau, es werden keine gesunden Lebensmittel eingekauft, sondern es kommt halt was anderes auf den Das Tisch. heißt, wir können jetzt einen dicken Burger essen und danach einen Schluck Wasser trinken und dann ist alles wieder gut. Super Idee. Super Idee. Nein, das ist absolut natürlich richtig. Ich muss halt gucken, dass ich den Körper in der Waage Genau. habe. Und Ja. wenn ich den Körper Wenn auf ich der einen schon so Seite Fast Food belaste, Junkie bin, dann ist es vielleicht ganz gut, noch einen Ausgleich zu dann muss haben. ich einen Ausgleich haben. Und Okay. letztendlich alle Krankheiten, die wir haben, es sind alle Krankheiten, alle Zivilisationskrankheiten, sind Säure-Base-Krankheiten. Und die kommen Falsche halt. Ernährung. Genau, die kommen halt durch die falsche Ernährung. Ja. Und ich bin gestern halt im Supermarkt gewesen und habe hier mal so ein klassisches Mineralwasser und eine Zitronenlimo mir besorgt. Und wir Mineralwasser mit wollen Kohlensäure. Mineralwasser mit Kohlensäure. Und Kohlensäure, da steckt es natürlich schon im Namen drin, Säure. Säure. Wir haben hier eine Das stimmt ja. durchaus stärkere Säure. Oder wir gucken uns das einfach mal an. Ich habe hier ein paar Was hast du noch da? pH-Tropfen. Was haben Genau, wir? das ist das berühmte Berliner Leitungswasser und das Aktivwasser. Und hier Okay. die Die Zitronenlimo. Genau, das war die Zitronenlimo, genau. Vielleicht kann man zur Kohlensäure auch noch was sagen an dieser Stelle. Die Kohlensäure hemmt natürlich im Prinzip Keimbildung, deswegen lässt sich dieses Wasser ja lange lagern. Wenn es in der Leitung wäre, würden wir über Brackwasser sprechen. Ist es in der Flasche und tun wir Kohlensäure dazu, wird es natürlich länger haltbar. Die Frage ist, was passiert durch Kohlensäure in unserem Körper? Es ist ja nicht nur so, dass die Kohlensäure säuert, sondern natürlich auch meine natürliche Darmflora entsprechend genauso hemmt. Und Also das deswegen ist bedeutet es dann was? grundsätzlich nicht ratsam, im Prinzip Wasser mit Kohlensäure zu trinken. Was bedeutet denn das für uns? Wirklich, welche Auswirkungen hat das? Die Auswirkung ist zum Beispiel die, wenn meine Darmflora gestört ist. Wir wissen ja, 80% unseres Abwehrsystems, unseres Immunsystems befindet sich im Darm, dass natürlich dadurch auch meine Abwehr geschwächt wird. Allein durch kohlensäurehaltiges Wasser. Und da sehen wir ganz unterschiedliche Farbgebungen jetzt bei Ist den richtig bunt, unterschiedlichen ja. Flüssigkeiten. Was erkennen wir Genau. denn da, Herr Büschkes? Ja, wir haben ja tatsächlich eine wunderschöne Farbpalette hingezaubert. Fangen wir vielleicht mit dem Mineralwasser mit Kohlensäure an. Ein Orangeton deutet auf jeden Fall dahin, dass es sich um eine Säure oder eine saure Flüssigkeit handelt. Wir haben hier einen pH-Wert von ungefähr 4, 4,2, 4,3. Und wenn man überlegt, dass die Magensäure einen pH-Wert von 2 hat, kann man sich vorstellen, dass das schon relativ sauer ist. Und wenn Ihnen Ihr Arzt sagt, trinken Sie 2 Liter Flüssigkeit am Tag und Sie trinken 2 Liter davon, kann man sich auch vorstellen, wie übersäuert der Körper ist, Ja. zu dem, was ich womöglich sonst auch noch Falsches Esse. esse. Beim Wasser, beim Berliner Leitungswasser, haben wir die klassisch grüne Farbe. Spielt sogar leicht vielleicht noch ins Bläuliche rein. Das heißt, wir haben hier ein neutrales Wasser, was hier vielleicht sogar ein Tick basisch ist. Ticken basischer ist. Ich sage mal 7,2 würde ich jetzt hier mal schätzen, wenn man das mit dem pH-Meter nachmessen würde. Also das ist ein Das Wasser, ist eine sehr gute was Qualität. okay ist, zumindest vom pH-Wert. Wir wissen Was drin nicht, ist, ist wir ja wollen noch nicht jetzt nicht wissen, geklärt. was da noch drin ist. Aber zumindest vom pH-Wert ist es auf jeden Fall okay. Und ich mache damit nichts kaputt. Aber wir reden ja darüber, wie kann ich im Körper etwas Gutes tun Und und, aktivieren. und Und heilen vielleicht, aktivieren, genau. Energie und leichte Basizität zuführen. Da kann es natürlich nicht so viel, weil es einfach nicht ausgleichen kann. Bei der Zitronenlimo haben wir schon einen Farbton, der fast ins Rote reingeht, also so ein Rot-Orange. So eine Zitronenlimo hat ungefähr einen pH-Wert von 3,2. Wenn wir jetzt Cola dabei hätten, Cola liegt bei 2,8, 3,0, nur die kann man nicht so schön anfärben. Also sehr, sehr sauer und dann obendrauf noch der Zucker drin. Also das ist nun wirklich ein Lebensmittel, was nicht für eine gesunde Ernährung geeignet ist. Definitiv. Macht sauer auf allen Macht Ebenen. sauer, genau. Macht im wahrsten Sinne des Nach Wortes sauer. Zitronenlimo. Also da Ja. ist nochmal wichtig zu verstehen, dass wir sind ja nicht nur Wasser und Salz, sondern wir sind ja selber geboren in einem sehr basischen Milieu. Und je basischer wir sind im Prinzip und leben, also unser Lebensstil, umso gesünder sind wir auch.
Also das Thema Säure-Basen-Haushalt spielt in der Naturheilkunde eine immense Rolle. Mhm. Und das ist natürlich unsere eigene Verantwortung. Es geht ja nicht darum, dass wir Medikamente nehmen, die uns basischer machen, sondern dass wir einen Lebensstil haben, umsetzen, der uns im Prinzip basisch, unser Milieu wieder basisch bringt. Wenn Sie davon sprechen, wir sind in einem basischen Milieu geboren, dann sprechen Sie von der Fruchtblase oder wovon jetzt? Ich spreche vom Fruchtwasser im Prinzip, ja, aber auch von den Zellen des Körpers. Okay. Ja. Und im Laufe des Lebens verlieren wir immer mehr diese basische Kapazität, sage ich mal. Und dadurch entsteht die Grundlage für die Entstehung vieler Krankheiten und beschleunigte Alterungsprozesse. Was hat das Fruchtwasser zum pH-Wert? Fruchtwasser hat so einen pH-Wert von ca. 8,5. Früher soll es angeblich noch basischer gewesen sein. Und Hebammen sagen, wenn ich mit denen spreche, je basischer, also die messen das teilweise auch, je basischer dieses Fruchtwasser, umso gesünder die Babys. Also kann man sich ja dann schon denken, was wäre jetzt dann für ein Ergebnis beim Aktivwasser? Genau. Beim Aktivwasser haben wir einen schönen violetten Ton und der deutet darauf hin, dass wir ein basisches Wasser haben. Das hier hat einen pH-Wert von ungefähr 9 und die Trinkwasserverordnung sagt eben bis 9,5 haben wir ein Wasser, was der Trinkwasserverordnung entspricht. Das ist für mich eigentlich auch sehr wichtig für die Patienten und für die Kunden, dass sie wissen, sie trinken ein Wasser, wo sie darauf vertrauen können, was man auch bedenkenlos trinken kann. Und das ist eben eine wunderschöne basische Qualität und geeignet, Säure zu neutralisieren auch. An der Stelle. Und noch gefiltert vorher. Genau. Und gefiltert. Und es ist viel einfacher, sich basisch zu trinken, als sich basisch zu ernähren, wie wir vorher schon gehört haben. Ja. Ja.